Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Hallo Leute. So, auch bei so einem Regenwetter starten wir natürlich, nachdem wir die Alpha-Brutmutter, nein, nicht gezähmt, sondern erlegt haben, machen wir jetzt den Alpha-Gorilla. In dem Sinne, geht los. Marsch, bereit. So, Brutmutti, du wartest hier, ne? Und läufst nicht weg. Habe ich alles mit? Die Materialien habe ich mit, Munition zur Not, aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Ja, alles gut. Denke ich auch nicht. So, dann los geht's. Ich habe gerade gesehen, du hast den Sattel rot gefärbt, oder? Ja, der ist rot-grün. Ja, das wusste ich auch nicht, dass man denn. Okay, Ja, interessant. du hast verschiedene, tja, Bereiche, die du dann sagen kannst, mal dran. Ja, okay, beim Sattel wusste ich es jetzt nicht, oder ich habe nicht geguckt. Das hast hast bei wenn du dir Farbe in eine Tasche nimmst und die Farbe so leicht zur Seite ziehst, dann siehst du gleich alles aufleuchten, was färben kannst. Okay. Ja, bei der nächsten Cut habe ich dann meine Farbe überall. Ja. Bei jedem Gebäude, bei jedem Baum. Hey. Ja, du kannst auch die Mauern und Pillar alles bemalen. Ich habe hier auf der Karte schon ein paar Steine gemalt, das ist nicht sehen. Ja. Was meinst du, wo die goldenen Steine Genau. herkommen? Hast du ganz viel Zeit genommen, dich hingesetzt mit Blattgold alles, ne? Fertig gemacht. Ja, bin die ganze Karte abgegangen. Hast du sehr fein gemacht. Aber hundertprozentig fein. Frau Dr. Belinda. Ja. Ist nicht schnell, aber gründlich. Achtung, Raptor. Oh, da war schon weg. Haben wir eigentlich Pärchenbonus? Ich hab. Nee. Haben keinen Pärchenbonus. Ich denke, sind zwei Mädels. Von wegen Loch an Loch und hält doch. Ach herrje. Naja, wenn sie sich langweilen, können sie mich stratschen. Ja. Kleines Kaffeekränzchen machen. Jetzt wissen wir aber, warum ich so einen Hüftschwung Ja, die laufen schon so ein bisschen besoffen, ne? Ja, deswegen habe ich schon einmal gesagt, wie wenn sie beschwipst wären. Daher bestimmt der Name Biertrinker. Ja. Aber Ja, ich finde es cool. ich sag immer, Bier trinkt, aber man die halt mit Bier tamed. Ja, ich finde es einfach cool. Ich finde die cool. Wie heißen die? Calicotherium oder sowas, ne? Palikotherium, ja. Ja. Das Zähme ist ein bisschen mühsam. Ja, da bin ich auch froh, dass du das gemacht hast. Ja, ich wollte dann unbedingt welche haben und da habe ich es auf mich genommen. Ja, die siehst du halt nicht oft, dass die benutzt werden, weil die halt mit Bier getränkt werden. Ja, und Und was hat da stressig ist, sobald ein Tier die Ork greift, ist der ganze Tame-Fortschritt vorbei. ja. Und das dauert wirklich, also das ist extrem. Bin ja hoch. Und da sind wir froh, dass wir für solche Spezialoperationen haben wir jetzt den Topper. Und nö, ich mach das schon gern. Ist ja ganz einfach. Einfach der mit Bier reindrücken und außenrum alles töte, was näher kommt wie 20 Meter. Ja. Ja, ist halt nervig, wie du schon sagst, weil die ja passiv getamed werden. Aber die sind ja nicht aggro oder so. Also, du kannst da ruhig dicht dran gehen Nee. und die machen normal nichts. Ich selber eigentlich nicht. Aber wie gesagt, das verstehe ich am Zähmen.
Das erste Bier kann schon gleich geben. Dann dauert es eine ganze Weile, bis das zweite Wolle. Und es dauert. Du rennst dann halt rum und dann watsch und watsch. Und das dauert schon. Und du musst überlegen, wir haben schon Taming auf 6, ne? Ja, aber dann denkst du, oh, jetzt brauchen wir bloß noch L-Bier oder sie. Und dann kommt ein Raptor-Org gesprungen, macht Elmer G und dann ist alles auf Null. Ich stelle meine Terzis rechts wieder auf, ne? Ja, ich gehe dann wieder links. So, schön dich dran stellen. Ihr wisst ja, habe ich beim, oder haben wir beim letzten Mal ja auch gezeigt, diesen Ring, der sich da bildet aus diesen Leuchtkügelchen. Bei Alpha ist der Ring halt rot und das ist eigentlich der Ring, der zählt, wo die Tiere drinstehen müssen. Alles gut. Und nicht der große Ring, der angezeigt wird, wenn sich das aufbaut. Aber ob das wirklich so gewollt ist, wird man sehen, wenn die Karte noch ganz fertig ist. Ja, ich denke, das wird sich auch ändern, dass er das anpasst. So. Weil der Ring ist halt schon ein bisschen jetzt so klein, finde ich. Du kannst ruhig noch einen rausstellen, ne, wenn du hast. Ja, ich habe 4 Stück dabei. Ja, okay. So, dann hau ich hier mal rein. Also du hast 3 Stück bloß rausgestellt, ach so. Ja, ich habe nur 3 mit. Soll ich eine einpacke wieder? Nee, dann, ich sagte, du kannst ruhig noch einen rausstellen. Dass, nee, ich habe aber nur 4 dabei. Ja, also. Ist ja kein Ding. So, für den Affen brauchen wir natürlich auch wieder den Gem, den blauen Gem. Dann 50 Diamanten, Krallen des Terizino 10, Megalania Gift 10, Megalodon Zahn 10, Rückensegel 10 und Thylakoleo Klaue auch 10. Alles an Bord. Du hast alles stehen, du bist auf deinem... Ich bin bereit. Ach, Belinda. Warte, Belinda. Ja. Brauchen Sie eine Untersuchung? Ach je. Das nimmt dann ganz andere Form an, Lilly. So, alles einmal bereit. Bücken, bitte. Alles bereit. Ich starte dann mal. Ja, okay. Den Megapithecus, den Gorilla in Alpha. Geht los. Ah, jetzt sieht man wieder das Disco. Wollte ich gerade sagen, hier zeige ich nochmal die Leuchtpunkte, die da rumwirbeln. Oder Topper sagt, das Disco-Licht. Und das ist der kleine Kreis. Nicht der große, der da angezeigt wird, wo sich die Arena bildet. Den Fehler haben wir nämlich gemacht. So, es schließt sich. Geht jetzt sofort los. 2, 1, geht los. Beim Afi sagt gut, er ist weit weg. Da kann man dann jetzt schön mal warten, bis man richtig da ist. Also ich habe schon weißen Bildschirm. Sollte gleich da sein. Ich bin schon da, ich warte. Zeit läuft auch schon ab. Ich bin da. Na, beweg dich. So. Ist die Stadt klar? Ja. Natürlich springt ihr darüber. Kommt mit, sonst erledigt der Topper das, bevor wir da sind. Nein, ich wollte nur nicht, dass es sich jetzt dann bei mir... Oh, ich sehe, der war hier irgendwo eine Krabbe. Ja, der sucht immer seine Kontaktlinde oder so. Sucht hier einen anderen zum Spielen. Hier.
willst du denn, kleiner Knobel? Geh Pott. Geh woanders spielen. Schauen wir mal, was aussieht. Ui, da hat er mich aber weggeschleudert hier. Ah, der ist schon wild. Ja. Der schmilzt aber gut dahin, ne? Ja, da zurückgestoßen. Ja, ich finde es so gut, die Kanten hier scheinen zu sein, also dass du nicht runterfallen kannst oder so. Das ist schon mal gut. Lauf doch. Dann eben nicht, wollte hier die kleinen Äffchen wegmachen, weil die einen ja ewig langsam machen, aber. Oh, ich schmeiß Steine und dann die Kleine immer aus. Er ist schon ein Alter. Ja. Immer rauf da. Kleiner Scheißer. Den Topper in Ruhe. Ich hab's grad gesehen. Ach, das ist den Große. Also wirklich. Ich wollte alle nicht passieren. Ich hab meine Frage. Ja. Gleich hin. Aber Angriffsbefehl. Ich denke, warum da nicht zurückgestoßen habe, genau das vor hier gedacht. Immer mehr Druck schicken. Du kannst schreien, wie du willst. Boah, du kannst sie nicht blitzen, ne? Nee, du bist immer zurückgestoßen, ne? Nein, ich meine mit dem Hammer. So. Du kannst nicht blitzen. Hammer aber an. Haut gleich hin, als ich das nicht sehe. So, Terrazino, du machst das. Ich weiß jetzt nichts mehr, der ist geil. Nee, du kannst gar nichts blitzen mit dem Hammer beim Boss. Das war's. Aber liegt. Sehr schön.
Weich mal hin zum Affen. Alle mal bei mir. Hat nichts mehr drin, hat also irgendein Tier drin. Oder hat irgendein Tier. Ja. Mal durch. Der hat's. Ach hey je, ich sehe den Notausgang. Hinter uns. Ich hab's drin hier, ich hab's hier drin. Ja, ich sag. Guck mal, wir sehen den Notausgang. Hinter uns am Himmel. Okay. Siehst du es? Ja. Das ist der Notausgang oder so. Also es war 220 Element und die Trophäe. Sehr schön. Geht jetzt gleich wieder zurück. Ja, ich warte deswegen. Stellen wir den natürlich auch gleich auf und gucken, ja, sicher. Gucken uns auch mal die Animationen an. Ich gebe da den. Also durch den abgegrabt? Ja. Gut. Das Lederstück habe ich geholt. Ich habe nur die Trophäe. Ja, Lederstück hole ich meistens nur vom Alpha, dann wollen die, ne, pompöser aussehen. Ja, ist okay. Ich habe es bloß nicht, weil ich es nicht geholt habe. Wo man die Megatheriums 20.000 Leben ungefähr verloren. So. Nicht alle. Ja, ich sag mal, ohne die guten Sättel. Dann wird es anders da aussehen. Da hätten wir mehr Tiere gebraucht. Da hätten wir wahrscheinlich jeder mit 8 oder 10 Tieren vorstehen müssen. Ja. Aber wenn man so gute Sättel hat. Ja, ich sag, wieso stehe ich denn eigentlich an deinem Kalikotherium oder meinem? Weiß nicht, ich stehe normal auf meinem drauf, sollte ich gleich. Ach, hey, verbleibende Zeit 0, 0, -1. Ich glaube, ich war zu lange da. -1. -1 Sekunden. Na, ich warte extra, bis du da bist. Also weißen Bildschirm habe ich schon. In der Zeit tue ich deine Rüstung mit schwarzer Mole. So, da, oder? Bin da, ja. So, dich bringen wir schon mal raus hier aus dem Gewusel. Na komm, Frau Doktor, komm wieder oben runter. So. Nächste, bist du aus dem Gewusel oder auch nicht? Okay. Das ist deiner. Das ist meiner. Aber ich komme da raus. Was sind du drin? Nichts Wichtiges eigentlich. Dann krühe ich dich schon mal ein. Ja, ich krieg den einen nicht raus, muss ich ja einfrieren. Ja, der hier geht auch nicht raus. In der Mitte hänge zusammen. Das ist aber genau das, was ich meine, wenn es noch mehr Tiere rutscht, kann dann noch mehr Kuddelmuddel kommen, weil... Ja, dann stapeln die sich vielleicht sogar. So, dann haben wir mal. Ob da was in der Kiste drin war. Komm näher ran zum Aufsteigen, ja. So. Den kann ich zurücksteigen, oder? Ja, den kriege ich weg. Das ist der Nachteil, halt dadurch, dass es zwar schön aussieht, aber halt ist ja alles so oben drauf stehen. Aber ich denke, dass es irgendwann weg ist. Na, komplett fertig ist, denke ich. Immer, dass ich drum, wenn es. Ja, das. Und der Ring wird bestimmt ein bisschen größer. Aber selbst wenn die so durcheinander stehen, dann. Hauptsache, es sind alle Tiere wieder da. Und man kriegt ja nach und nach auseinander. Oh, schönes Puzzlespiel. Ja. Er will nicht runter, der. So. Da rum. Das. Heilen könnt ihr euch später. Alles. Das wollte ich schon bei Frau Doktor anwendeln. Immer ein Reihenglied. Sie hat noch freie Termine. ist es meiner? Ja. So, kann ich nicht aufsteigen. Lässt er mich nicht aufsteigen. Okay. Nein. Geht doch. Von hinten.
Es sei denn, von vorne wollt, dann halt sie, seine sogar. Ah ja. Das nehmen wir raus. Denk nur dran, dass du Tropee in Tasche hast noch, ne? Ja, sicher, ich hab sie doch schon Eisstecke bei mir. So. Habe ich gleich rübergezogen. Sehr schön. So. Bin ja nicht ganz doof. Hä? Was ist Klump? Ich hab den Stroh schon dabei. So, dann mal auf nach Hause. Yippie-yay, Schweinebacke. Genau. Habe es gerade an Bus Willis gedacht. Haben wir so Gas gegeben, haben wir die Reitsche. War extrem schnell. Sind sie eigentlich schon? Also, ja. Die sind schon cool. Und habe ich nicht auf Geschwindigkeit gelevelt, also. Nö, ja, nicht. Die Ausdauer ist okay, da habe ich auch nichts gelevelt. Okay. Ja, okay, die Ausdauer mache ich immer so auf 3000 rum, wenn ich genug Level habe. Ja, aber ich habe keine Levels gelevelt. Ich habe immer noch genug Ausdauer mit dem Teil. Ja. Ich mache mal solche Wiederholer. Ja, die sind, wie gesagt, unterschätzt, die Dinger, und werden meistens nicht genommen, weil die halt mit Bier getankt werden. Ich mache wieder zu, ja, weil es halt. Danke dir. Halt. Ja, es kann mit unter ein bisschen nervig sein, ne? Ja, klar, aber mir macht sowas Spaß. So. Ich hol schon mal so ein, ne? Ach, wie heißen die denn wieder? Taxi. Taxidermi. Ja, irgendwie sowas, ne? Schick die Frau Doktor schnell zurück, dann steht sie mit dem Weg. Das ist Medium. Weil sonst wird die hier Praxis eröffnen. Man braucht sie jetzt nicht mal, die Frau Doktor. Hat ja ihr Schuldigkeit getan. Ah, ich schläge da das übrigens in den Schrank. Das wäre schön. In den Schrank. So, ja, das Element kannst du auch behalten, wenn du möchtest. Ach, ich drücke gerade, es war doch drin. Habe ich genug. Okay. So. Nur damit die Leute sehen, was drin war. Ja. Oh, das sieht aber knallerrot aus. Ja. Oh, cool aus. Aber ich will das Auge sehen. Guck mal hier. Hier hat er noch ein Auge rechts. Nee, du das drauf guckst rechts. Das Auge fehlt immer. Fehlt es immer? Das ja. Das für mich das, so aus, als, okay, alles klar. Das hat er immer so rötlich dunkel gefärbt, das Auge. Ja, würde ich gerade sehen, ja. Und das sieht da richtig wild aus, ja. Kannst schreien, wie du willst, mehr habe dich. Ganz genau. So, jetzt stelle ich. Ach, hier habe ich eine Kiste stehen. Stellen wir dich denn hin? Stellen wir dich hier hin. Die Leiter zu ist oder nicht? Man kommt ja immer noch an der Leiter ran dann. Ja, du kannst ja jederzeit wieder wegstellen. Es ist ja nur jetzt mal zum Zeigen, wie das aussieht. So. Bin auch gespannt. Nein damit. Oh, der ist aber nicht so rot. Nö. Kann irgendwie nicht alles haben. Ich hätte jetzt auch gedacht, der ist rot, aber. Das Gesicht ist ein bisschen rot. Ja gut, dann. Oh ja, ist aber gefährlich, sieht er schon aus. Aber du kannst immer noch, dadurch, dass der kein Hindernis bildet, kannst du nochmal immer noch eine Leiter, siehst du? Ja. Denn nur die unten drunter, die Plattform, wo er drauf steht, die gibt ein Hindernis, aber der selber nicht. Ja, aber so. Das kann man drüber wegsehen. Ja. Erstmal die Sachen durchgehen, die er zeigen kann. Das, wo er normal steht. Das, wo er dann auch zuschlägt.
Ich bin der King. Da ist er am Trommeln. Dafür steht er aber zu dich dran, ne? Da knautscht er ja halb auf der Leiter rum. Er tut sie gerade bügeln. Ja. Was ist das denn? Also, okay. Na, vielleicht jetzt. Da fand ich das hier schon am coolsten, ne? Wie er so zuhauen will. Ja, also, du liegst auf dem Boden und dann gibt er nicht drauf. Crash. Ja. Oh, oh. Hey, du wartest schon, ja? Ist doch cool, oder? Komm, beruhig dich, komm, beruhig dich. Aber das kannst du nicht die ganze Zeit laufen lassen. Nee, das kannst du nicht. Was macht er denn auf der ersten Position? Auf der? Ach, guck. Ja, nix atmen. Da bewegt er sich. Das ist die Ruheposition, ja, wahrscheinlich. Ist aber auch cool, ne? Ja. Er schnauft halt richtig durch, wütender Schnauf. Jetzt, Achtung, jetzt schmeißt er bestimmt was. Oder so. Mal schauen. Oh, ne, er haut. Ich. Guck, was er da macht. Also steckt er sich auf die Brust, denke ich. Aber der wackelt immer alles, oder? Ja. Das ist nur da entlang laufen, mach mal irgendwas. Hey, wie lange? Dann lieber auf den Boden schlagen. Also, ey, das geht auch noch hier hinten. Du wirst vorher nichts trinken. Ja. Das hatten wir schon. Hat er mal. Und so. Jetzt, du hast ja die Endhand oben, oder? Mal gucken, ob er jetzt rennt oder so. Das ist der Laufer wahrscheinlich, jetzt, ja. Ja. Oder Männer, das siehst, also. Ach, da siehst du ja nichts mehr von. Rayet. Nicht hochklettern, ich wollte die Animation ändern. Ist das cool, ich sehe nichts. Rayet, das ist am harmlosesten. Das ist am besten, das ist am ruhigsten und man sieht was. Alles andere ist zum Erschrecken und zum Blindwirren. Ja. Ja. Ach, wollte noch ein Stück drehen. Nein. Ich bin echt mal gespannt, ob er eigene Busse macht, so coole wie jetzt bei Fjodur. Die Wölfe waren genial. Ja. Die Wölfe und der Fenrir, das war schon genial. Und die Biene war super. Bei dem Bär war er auch nicht schlecht, aber wie gesagt, dann halt zum Aufsteller war er halt ein bisschen schlecht. Aber ich hoffe, dass er da auch sowas reinbringt. Ja, gucken. Vielleicht bringt er einen Zwergeboss. Das wäre natürlich auch mal cool, ne? Das wäre auch eine coole Sache, dass er doch am Ende vielleicht einen Zwergeboss reinbringt, wo dann in die große Burg muss oder so. Und dann erstmal so eine paar Mannschaften kille und dann gegen den Boss reden muss oder so. So, ich denke mal, wir stellen uns hier zwischen. Okay. So. Kriegen wir da beide mit drauf? Ja, kriegen wir. So. Dann würden wir hier mal mit den beiden Alphas im Hintergrund sagen, ach ja, der Drache, der kann noch nicht gemacht werden. Also die Artefakte scheinen noch nicht da zu sein. Da gehen wir davon aus, dass die Arena auch noch nicht fertig ist. Dass das deswegen noch nicht, aber ich denke, das wird alles noch kommen. Aber wir haben die Alphas, die zur Verfügung stehen, die Brutmutter und den Gorilla, den Megapithecus, haben wir fertig gemacht. Und in dem Sinne würde ich sagen, Tüdelü und Tschü. Tschüss, Leute.